Vieles ändert sich auf der Welt, doch Enns Erleid bleibt jährlich gleich und ruft unser Feuerwehrleid. Sei wie Sach, wie jedes Jahr, steigt die Flamme im Schornstein empor. In der Waldstraß, da geht so ein paar Ganoven, die Poltens feiern, einfach nicht im Ofen. Gerufen wird unser freiwillige Feuerwehr, denn die eilt ganz geschwind daher. Bloß des Jahr haben sie sich schon vorbereit und haben für die Feuerwehrleute ein Kasten Bier bereit. Es ist echt schwer zu glauben, dass die Feuerwehr und der gute Mann noch kein Vertrag miteinander haben. Weil da löschen sie ja nicht nur das Feuer, sondern auch ihr wohlverdienter Dost. Es lässt sich spekulieren, aber ob jetzt Vertrag hie oder her, für ein Kasten Bier ist die Ehre doch nicht so schwer. Ich muss euch aber noch ein weiterer Skandal erzählen. Und zwar über den Schrottplatz da oben. Mit dem kann schon nur die Eiche quälen. Der Mann da oben sammelt ziemlich groß einen Haufen aus kaputten Autos zusammen in der Fabrik Stroß. Man müssen ja auch nicht alle Hobbys von Menschen verstehen. Solange es denen Leid Spaß macht, muss man sie gehen. Doch eines Tages war es soweit. Da war unser immer hilfsbereite Feuerwehr in der Fabrikstroß vor Ort und einsatzbereit. Die Autos da oben sind verschrottet pur. Und so war eins von den Kerch verantwortlich für richtig lange Elspur. Unser Feuerwehr ist direkt und auf und hat die Elspur weggemacht. Und der ganze Terz hat dem Mann wohl ordentliche Anzeige eingebracht. Ich hoffe, da wird mal aufgerahmt und es war der Molle Lehre. Weil ich glaube, unser Wanderer fränt sich beim Wandern nicht den Schrottplatz zu durchqueren. Die allzeit bereit Bruchweiler Feuerwehr soll leben! Hoch! Soll leben! Hoch! Soll leben! Hoch soll's leben! Hoch soll's leben! Dreimal! Bessi, du hast auch bestimmt schon wieder Durst. Das nächste Mal musst du ein bisschen größeren Schluck nehmen. Dass der Helm auch leer wird. Aber, er möchte noch einer. Hopp! So, und jetzt aber noch ein ausständiges Mu. Bruchweiler, Müllablade an fremde Plätze. Ich vergehe. Das wollen wir euch jetzt mitgeben, dass wir nicht so blöd wie manch anderer da stehen. Unser schönes Hasenheim war betroffen. Da hat so einer sein Dreck abgeladen und ist schnell fortgelaufen. Wir kennen es alle, bei Amazon wird bestellt und kaum den nächsten Tag wird das Päckel vor die Tür gestellt. Es sagt für die meisten, es sehe ich für die meisten, für einer war so Fluch. Das Amazon-Päckel mit der Adresse drauf, das war wohl doch nicht so gut. Wollt, was immer. Deshalb hat man sich müssen nicht so lange den Kopf zerbrechen. Vielleicht hat er sich will auch für sein Ortsschild rächen. Weil am Ortsschild am Moskau drunne
Da hat sich wohl einer den Spaß erlaubt und das Ganze war um. Das Hasenheim kann dort fair, ist leider eh nix. Und deshalb war die Aktion ein bisschen überspitzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer sein Amazon-Paket bei fremde Leid entsorgt, sollte vielleicht auch sicher gehen, dass seine Adresse nicht mehr zu erkennen sind. Der Müllerbladen, der Bundaler Dummkopf soll leben! Soll leben! Soll!